Nee, super, jetzt bin ich wieder draußen. Wie komme ich da auf das Gebäude rein? Wie komme ich vor allem, wie komme ich auf das Gebäude rein? Mann! Da ist doch noch irgendwas. Auch ein nettes Autochen, was? Wollen wir den mal nehmen? Nehmen wir mal einfach den hier, ne? Ein DeLeo. So. Einmal kurz anhalten. Und einmal den Zimmerservice, bitte. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Da kommt er. Da kommt er. Hier. Hier bin ich. Hallo. Hier bin ich. Ja, wunderbar. Wenn du was brauchst, sag mir mal, Bescheid. Was du hast. Dann zeig mal. So, was hätte ich gerne? Munition. Bitte einmal komplett Munition. Nochmal Waffen gucken. Bei den automatischen Waffen. Ich habe jetzt die Trench. Die hat ein bisschen mehr Schaden. Was hat die Präzision? 78. Aber Schaden 14. Hm. 26, 37. 41. Wow. Aber die kriege ich noch nicht. Die kriege ich erst gefallen von Burke. Okay. Das heißt, für Burke muss ich noch mal ein bisschen Schnapsbrennerei klar machen. Ja, ne? Schlucki aus Irland. Gut, 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 gut. Munitionskapazität erhöhen. Hm, brauchen wir nicht. Ja, dann lassen wir das hier erstmal sein. Und wir gehen in die Ausrüstung. So. Ein paar Mollys, ein paar Granaten und ne, brauchen wir alles nicht. Sorgsam damit um. Immer. Schau jetzt ab. Dann gehen wir. So, da können wir mit Lenny Davis. Angst nach Hause zu gehen, Angst vor die Tür zu gehen, vielleicht hilft es auch mir. Nee, wir kümmern uns hier um Geezer Crusade. Tut er gar nicht. Was erzählst du denn da? So. Geezer Crusade. Sieht ja auch spannend aus, Opa. Na, der will keiner. Könnte man vielleicht mit einer Handgranate leben. Auf geht's! Gib deinen Zeitplan einzuhalten. Was verdammt nochmal war das?
Das will ich auch immer wissen. Was verdammt nochmal war das? Was kann das nur gewesen sein? Oh mein Gott. Das muss heute noch fertig werden, meine Damen. Wie wär's, wenn ihr euch mal etwas beeilt? Na, vielleicht soll ich's mir doch mal ansehen. Das sieht nach Ärger aus. Passiert hier einfach zu oft. Weil der, den ich haben will, der ist drin. Oh, was willst du, Arschloch, schon wieder hier? Für eine Tracht Prügel. Unverschämtes Nichts. Nein, ist gleich. Verdammter Mist! Scheiße. Lasst mir was übrig! Hier rüber! Erst hier drüben! Hey, okay. Verschanz mich! Scheiße! Ich mach den Weg. Halt gemacht! Hier fliegen gleich die Kugeln! Na, wo bist du? Die Kugel hat mich erwischt! Wie sie dich erwischt. Wir regeln das hier und jetzt. Ja, dann komm doch. Achtung, Molotow! Kann hier nicht weg! So, ein bisschen Kleingeld. Ein bisschen Kleingeld, habe ich gesagt. Na also. So, dann haben wir noch da drüben. Hier liegt noch was. Das nehmen wir mit. Da. Ein Bauteilchen. So, der Wagen will zerstört werden. Da reicht ein Molotow aus, ne? Warum nochmal? Brennst du nicht? So, jetzt ist aber erledigt, ne? Wunderbar. Alles klar. Okay. So, guck mal, hier unten haben wir noch einen Bauarbeiter. Von den jungen Leuten? Klar klingt die wie ein Haufen Lärm. Mal sehen, ob der noch ein bisschen Gas geben kann, der Wagen. Naja, geht so, ne? Was fällst du direkt vor mein Auto? Bist du bekloppt? Was macht man doch nicht? Konziliere. Ich sollte in der Innenstadt was von dem Geld loswerden. Bin gleich da. Hallo, ich bin hier, Konziliere. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll. Wehe, du verlierst das. Und direkt in die Bank. Ja? So, räum das Versteck aus. Wie lange muss ich mir deine Fresse noch angucken? Aha, richtig.
Wieso zur Hölle musst du die denn töten? Ihr elenden Wichser, ihr verdammten Ärsche! Ist da jemand? Nein, da ist keiner. Das weißt du doch. Ihr verdammten Scheißkerle seid tot! Gott, habt ihr verstanden? Reißt euch eure verdammten Zungen raus! Die werden euch nie finden! Ihr elenden Wichser! Ihr verdammten Ärsche! Ich hab mich für euch bei Mr. Kavar verbirgt. Für euch beiden Ärsche. Habt ihr wirklich geglaubt, wir kriegen das nicht raus? Schwanzlutscher. In Ordnung. Packt dieses diebische Stück Scheiße in ein Loch gleich neben seinem Bruder. Das bedeutet garantiert nichts Gutes. So, du. Passt bloß auf mich auf. Na, wo kommst du lang? Mir ist hier wohl niemand, ne? Das ist immer klar. So, komm mal von hinten mal rein hier. Nicht ein einziger Schuss wurde hier heute abgefeuert. Ist das nicht schön? Bin ganz begeistert. Bin ganz stolz auf mich. Hat er schön gemacht. Finally admitted it. He was there too. Put the dog down now and make sure he knows why. Sie hat es endlich zugegeben. Er war auch da. Erledigt den Hund sofort und sorgt dafür, dass er genau weiß, warum. Okay. Und du fragst dich gar nicht, warum ich hier auf der Baustelle rumtobe, ne? Aber das macht nichts. So, das war das Ding. Ding. Und dann haben wir hier noch. Zerstöre den Kran von Kavar Construction. Bringe den Zünder an. So, mal ein bisschen Gas geben wieder. Haben noch keine Zeit. Mein lieber Kran. Als ich noch ein Kind war, habe ich den Park im Hollow geliebt.
Na gut. Schon von der Explosion auf dem Schrottplatz gehört? Das läuft langsam aus dem Ruder. Gut, dass ich dich nicht geheiratet habe. Die Frau ist ganz mies drauf. Ich guck mir das mal an. Ja, besser ist das. Scheiße, das ist hier nicht zu suchen. Hey, hey, hier so eine. Oh, Kacke, ey. Ich komm hier nicht weg. Unser Blut wurde vergossen. Mann, 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 Mann. Weg hier! Oh Gott, lass mich bitte doof. Nicht sterben! Weg hier! Nun steh da nicht so rum! Solltest du auch haben. Scheiße, er ist weg. Weiter. Er ist hier irgendwo. Los, weg hier! Die ganze Scheiße hat mir ihn zu verdanken. Auf geht's! Raus hier! Alle Mann in Deckung! Wo seid ihr alle? Zurück an die Arbeit, Leute. Die Ratte ist längst weg. Oh Gott, er ist tot. Ihr könnt ihn haben, wenn ihr mehr seid. Geht's dir an den Kragen? Hey, er ist hier drüben. Ich gehe in Deckung. Was? Wieso habt ihr nicht gesehen da unten? Kann doch nicht wahr sein. Ihr könnt ihn haben, wenn ich fertig bin. Ich schieße auf das Arschloch. Scheiße! Er hat mich... Der arme Arsch stirbt zuerst! Ich blute! Ich blute stark! Ja, so soll es auch sein. Armer, stirb zuerst! Ich werde ihn aufstöbern! Wir kriegen alle ein Stück von ihm, aber ich zuerst. Verdammt. Nicht zurückziehen. Geh einfach zum Telefon. Du rufst niemanden hier. Du rufst gar niemanden. So, ein bisschen Munition. Wunderbar. Da oben ist auch ein bisschen was, was ich gerne hätte. Andere Seite. Okay, gut. Wir werden noch mal kurz gucken. Da oben ist einiges zu finden, so wie es aussieht.
Zum Beispiel hier eine schusssichere Weste. Katsching. Zum Beispiel hier etwas Geld. Katsching. Da haben wir auch noch etwas Geld rumfliegen. Und eine Notiz. Mr. Kavar, going over your latest bid. It appears your estimates are unreasonably high. I understand we have our arrangement, but I'm concerned about the burden this may put on the average taxpayer. Please stop by so we can discuss, Councilman Lewis. Sehr geehrter Herr Mr. Kavar, bei der Prüfung Ihres jüngsten Angebots empfand ich Ihre Kalkulation als ungebührlich hoch. Ich bin mir unserer Abmachung bewusst, sorge mich aber über die Belastung für den einfachen Steuerzahler. Bitte schauen Sie doch immer vorbei, damit wir das besprechen können. Okay, Abgeordneter Lewis hat geschrieben. Ja, wunderbar. So. Das war einmal das. Ding, ding, ding. Hier ist noch irgendwo ein bisschen Knete, Knete, Knete. Knete, Knete, Knete. Munition, okay. Das Geld wollte ich noch haben. So. Und nochmal nach oben. Hier kommen wir nach oben. Das ist schön. Etwas Geld haben wir hier auch noch. So, hier liegt auch noch ein bisschen was rum. Ein bisschen Pinunse. Erste Hilfe. Und dann weiter oben ist noch irgendwas. Na, bevor wir uns den Kran vorknöpfen, machen wir erstmal hier so viel platt und nehmen so viel mit, wie wir nur kriegen können. So, das war das. Also hier runter ist keine gute Idee, glaube ich zumindest. Immer sagen lassen. So. Was haben wir denn noch? Medizinschränkchen haben wir da noch. Irgendwo. Da ist auch noch irgendwas. Was haben wir hier? Ein bisschen Geld. Okay. Was liegt an? Da ist noch ein Gang. Da muss ein Zünder. Ach, Medizinschrank ist hier. Okay. Nehmen wir auch noch mit. Dann bringen wir mal den Zünder an. Jetzt weg. Verschwinde sofort. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Zerstört. Oh, da ist noch Geld. Dem, da drüben, okay.
Geld. Katsching. Da ist die Scharfschützenposition. Okay. Aha, aha. Ja, gut. So, ich habe wieder so viel Geld in der Tasche. Schnell, ich sollte in der Innenstadt was von dem Geld loswerden. Klar doch, Cher. Bin schon unterwegs. Oh. In Ordnung. Was wickeln wir heute ab? 16.375 Dollar US. Bonsoir, Cher. So. Moontechnisch sind wir auf einem guten Stand. Das ist in Ordnung. Ach, ist das schön. So. Da ist noch irgendwo ein Vargas-Gemälde. Keine Ahnung wo. Habe ich jetzt keinen Bock danach zu suchen. Hier ist noch ein Baubetrieb. Hier ist Marlon Bordereau. Bordereau ist eine arrogante Sau, die nur einen Zweck erfüllt. Jedem städtischen Inspektor, der rumschnüffelt oder nicht mitspielen will, eine Scheißangst einzuflößen. Ich hoffe, du bist versichert. Jo. Das ist hier privat und so. Zieh Leine. Das ist... Oh Mann, der ist ja schneller aufgetaucht als meine Ex am Zahltag. Auch nicht schlecht. Sehr übel sein. Ungefähr so übel wird das sein. Guck mal hin. Ich glaube, da ist nichts mehr zu retten. Verschissen! Rennt so schnell, wie ihr könnt! Ist der gerade hier rüber geflogen? Echt jetzt? Geil, der Stuhl ist hier rüber geflogen. Alter. Der atmet nicht mehr. Ich glaube, der atmet nicht mehr. Ja, der hat das Atmen eingestellt, ne? Kann man doch nicht so sagen. Haben alle das Atmen eingestellt hier irgendwie. Sehr geil. Eine Elling? Nee, die will ich nicht. So, mal gerade was schauen. Sekunde. Oh! Das war nix. Habt ihr übergeschnappt? Ja. Da hat jemand Ärger gemacht.